Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu Impulse und Perspektiven. Heute sprechen wir mit Thomas Heilmann, Bundestagsabgeordneter, der den Staat neu aufstellen will. Er hat gerade mit Nadine Schön ein Buch herausgegeben unter dem Titel Neustart. Herr Heilmann, was gefällt Ihnen denn nicht an unserer Bundesrepublik Deutschland? Wir sind zu langsam, wir sind nicht agil genug, wir sind technisch hinterher, Innovationen brauchen zu langsam oder scheitern ganz. Und wenn wir so weitermachen, sind wir zu stark abhängig von Asien und partiell von Amerika. Nun schreiben an dem Buch eigentlich nur CDU-Abgeordnete mit. Hat sich denn da niemand aus den anderen Fraktionen gefunden? Die haben wir gar nicht gefragt, sondern wir haben auch keine Herausgeberschaft mit vielen Beiträgen, die irgendwie nicht zueinander passen, sondern wir haben ein durchgeschriebenes Buch mit 103 Vorschlägen gemacht, wie man diesen Staat so reformiert, dass wir besser Nachwuchskräfte finden, dass wir die 4,7 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst besser einsetzen können, dass unsere Gesetze klarer sind, dass Planungsverfahren nicht so lange dauern. Es ist nicht der eine große Systemfehler, sondern es sind viele kleine Stellhebel, die wir dringend reformieren müssen, damit der öffentliche Dienst, damit der Staat so funktioniert, dass er die zukünftigen Herausforderungen auch bewältigen kann, und die werden nicht kleiner. Was ist da die Nummer-1-Forderung für Sie? Es ist nicht ein Punkt, es gibt keine Priorität, sondern es gibt ein ganzes Konzept, das viele kleinere Veränderungen zusammenschaltet. Wir nennen das den lernenden Staat, also ein Staat, der experimentierfreudiger ist, der datenbasierter wird, der Entscheidungen trifft und die Entscheidungen auch sehr schnell überprüft, ob sie eigentlich richtig sind, weil die Prognose von zukünftigen Events wird halt schwieriger. Und wir haben uns das Konzept schon, also wir haben das in den letzten anderthalb Jahren entwickelt. Und in Corona machen wir das ja so. Wir definieren, wie messen wir eigentlich Ansteckung. Auch diese Messentscheidung verändern wir ja durchaus. Und dann haben wir neue Ansteckungszahlen und revidieren daraus im Teil eben andere bisherige Entscheidungen. Und das nennen wir den lernenden Staat. Und so würden wir eben mit vielen Dingen umgehen und nicht so deutsch zu sagen, 4 Jahre Kommission, 5 Jahre Vorbereitung, 5 Jahre Realisierung. Und nach 15 Jahren gibt es die vermeintlich richtige Entscheidung, die dann auch 30 Jahre hält. Das macht uns starr und unflexibel und führt eben dazu, dass Stuttgart 21 oder der BER so ausgehen, wie sie ausgehen. Das sind aber nur die Highlights. Wir sind viel zu langsam, um ein innovativer Staat zu bleiben. Nun waren Sie ja vorher Justizsenator und Verbraucherschutzsenator in Berlin. Konnten Sie da auch schon Sachen beschleunigen? Also Sie haben ja die Erfahrung, wie zäh die Verwaltung sein kann. Also mir ist gelungen, in einigen Dingen Veränderungen hinzukriegen. Ich habe zum Beispiel durchgesetzt, dass wir die Vermögensabschöpfung gegen kriminelle Clans durchsetzen. Also die permanenten Drogenhändler kriegen jetzt nicht nur das abgenommen, wo wir sie mal erwischt haben mit 3 Kilo Heroin, sondern wenn sie eigentlich Hartz-IV-Empfänger sind und Multimillionäre, dann können wir ihnen jetzt auch das Vermögen abnehmen. Und so habe ich einige andere Entscheidungen durchbekommen, aber ich habe als Justizminister, als Landesminister nicht hinbekommen, dass wir grundsätzliche Strukturreformen angehen. Dafür brauchen wir den Bund und dafür brauchen wir einen viel größeren Aufschlag. Und die Idee ist jetzt, dass die CDU mit diesem Thema sich identifiziert, damit in den Wahlkampf geht und damit mit einem Wählerauftrag dann auch die große Staatsreform 2021 beginnen kann. Jetzt haben, ich glaube, 60 Menschen Sie unterstützt in Ihrer Fraktion. Der Bundestag ist riesig groß. Der ist mit 700 Abgeordneten fast schon an der Grenze, wie viele sagen. Und es gibt Bestrebungen, den zu verkleinern. Wäre denn das nicht auch in Ihrem Sinne eine Verschlankung des Bundestags, um auch da die Sachen effizienter zu gestalten? Ehrlich gesagt, der Bundestag ist nicht deswegen ineffizient, weil er zu viele Mitglieder hat. Zumindest pro Mitbürger haben nur Spanien und Amerika kleinere Parlamente. Alle anderen haben eher größere Parlamente. Die Arbeitsfähigkeit des Deutschen Bundestags ist überhaupt nicht das Problem. Es ist eine Frage der Symbolik, wie teuer ist der Bundestag und müssen wir letztlich gerade in Corona-Zeiten auch uns verkleinern? Da sind wir ja auf ganz gutem Weg. Aber das ist überhaupt nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie arbeiten wir im Deutschen Bundestag? Wie sehen die Gesetze aus? Sind die Gesetze digitalisierbar? Sind die Gesetze klar? Und das Feedback der Bundesgerichte ist ja, die Gesetze sind nicht gut genug. Darauf müssen wir jetzt mal reagieren. Und auch dafür haben wir eben einen Vorschlag ausgearbeitet. Was wären denn die Quick Wins, wenn Sie dann
nach der nächsten Wahl vielleicht auch entscheiden könnten als ja, Reformminister vielleicht. Was würden Sie da als Quick Wins angehen? Also ein Berliner Mann wird in der Regel kein Minister. Insofern wollte ich da die Erwartungshaltung auch gleich wieder dämpfen. Es gibt, glaube ich, der größte kurzfristige Gewinn wäre, wenn wir eine Aufbruchstimmung unter den Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst darstellen. Auch Verdi hat gesagt, alle im öffentlichen Dienst wissen, so kann es nicht weitergehen. Und wenn wir sagen, das haben wir verstanden, das fangen wir jetzt mal an zu ändern, dann, glaube ich, gibt es eine Aufbruchstimmung. Und ich glaube, das würde am meisten nach vorne bewegen. Wen müssen Sie denn da noch auf Ihre Seite ziehen? Sie haben ja schon mit Gabor Steingast einen ganz prominenten Unterstützer. Auch Frank Thelen wünscht Ihnen auf seiner Webseite viel Erfolg. Wer unterstützt denn das noch von außen? Also ich bin ja Unternehmer und mache seit 8 Jahren Politik. Und ich habe gelernt in der Politik, Sie brauchen für eine Reform erstmal ein Trägerschiff. Also Sie brauchen eine der großen politischen Kräfte, die sich eindeutig dafür aussprechen. Und dann brauchen Sie Koalitionspartner bei den anderen Parteien. Da mache ich mir ehrlich gesagt im Generellen keine Sorgen. Und zwar deswegen nicht, weil ja niemand dafür ist zu sagen, wir lassen alles, wie es ist. Niemand ist dafür, dass wir das Dienstrecht so lassen, wie es ist. Ja, wir haben bei Daten große Unterschiede zu den Grünen und so. Da wird es dann Diskussionen im Detail geben. Aber Sie setzen es eher durch, wenn Sie erstmal einen Champion haben, der das wirklich will. Und es wird sehr darauf ankommen, wer der nächste Bundeskanzler nach Angela Merkel wird. Weil der muss das auf seine Agenda stellen. Sie kriegen keinen Change hin ohne Top-Management-Involvement oder Commitment. Das ist in der Firma so und das ist eben auch in der Politik und im Staat so. Nun gibt es ja einige Kandidaten, die sich schon dafür bewerben, zumindest um den CDU-Vorsitz, anderen wird es zugeschoben. Wer von den Persönlichkeiten wäre denn der der Sache vielleicht am nächsten steht? Also ich möchte das jetzt nicht zum Wahlkampf machen, aber sowohl Armin Laschet, der zuallererst, hat sich ja öffentlich klar positiv zu dieser Agenda geäußert. Und bei Lanz hat jetzt Friedrich Merz, ohne dass er danach gefragt wurde, von sich aus gesagt, das seien gute Reformvorschläge. Insofern glaube ich, dass die Kandidaten ziemlich unisono das nach jetzigem Stand unterstützen. Wie sehr sie das am Schluss mit Herzblut tun, das müssen wir dann sehen. Würde auch ein bayerischer Ministerpräsident bundesdeutsche Reformen nach Ihrem Muster unterstützen? Also bisher hat sich Markus Söder ja als sehr entscheidungsfreudig herausgestellt, hat ja in Bayern auch ein Digitalministerium gemacht, hat in Bayern dieses Kastenwesen innerhalb der Beamten mit dem mittleren, gehobenen und höheren Dienst aufgehoben in eine einheitliche Laufbahn. Also sein bisheriges Verhalten spricht dafür, dass er das, glaube ich, auch unterstützen wird. Jetzt ist die CDU fast 16 Jahre in der Regierung. Da hat man wahrscheinlich schon viele Reformpakete versäumt. Müssen Sie sich nicht auch als Union den Vorwurf machen, dass man da hätte mehr machen können? Also, man kann immer sagen, man hätte mehr machen können. Aber wollen Sie eine Union, die jetzt nur rechthaberisch verteidigt, was sie die letzten 16 Jahre gemacht hat? Die Ergebnisse waren nämlich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es ist eine Zukunftsfrage, dass wir, ich glaube, der Punkt ist genau erreicht, dass auch die Bevölkerung jetzt mit 75-prozentiger Mehrheit will, dass sie digital mit dem Staat kommuniziert. Sie wollen nicht mehr aufs Amt, sie wollen, dass es schneller geht. Ich bin nicht sicher, ob wir vor 5 oder 10 Jahren dafür eine Mehrheit gehabt hätten. Insofern ist die Zeit jetzt einfach reif. Es ist verstanden worden, dass wir in einem verstärkten internationalen Wettbewerb stehen, dass wir uns auch auf Amerika nicht mehr verlassen können, dass wir mit der Pandemie neue Probleme haben, dass der Klimawandel drängend wird. Und in diesem Szenario müssen wir uns jetzt aufmachen. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut, wenn eine Regierungspartei ihr eigenes Handeln überprüft und für die Zukunft Verbesserungen und Änderungen vorsteht und nicht sagt, wir machen immer dasselbe. Ich finde, das zeigt gerade, dass die Union eine gute Regierungspartei ist. Wie weit können wir da von kleineren Ländern wie zum Beispiel Estland lernen, die ja schon eine sehr elektronisch basierte Verwaltung haben? Und glauben Sie, dass das auch schon weiten Teilen der Bevölkerung vermittelbar ist, dass es dann eben nichts mehr auf Papier gibt? Das gibt es ja weiterhin auf Papier. Jeder kann alles immer noch auf Papier haben. Das ist ja so wie Sie buchen ja normalerweise Ihren Flug online und Sie checken auch online ein, aber Sie können ja immer noch zum Reisebüro gehen und Ihr Ticket sich da ausstellen lassen und Sie können auch zum Einchecken bei der freundlichen Dame der Lufthansa vorbeischauen. Ich mache das nicht, dauert mir zu lange, ist mir zu umständlich und die 99% der Leute machen es nicht, aber das 1% kann es machen und so können sie weiter aufs Amt gehen und das wie bisher machen.
Ich glaube, die Bevölkerung wartet darauf und es wird nicht ganz unentscheidend sein, wer von den Parteien das nicht nur verspricht, sondern wer auch genug Substanz hat, zu sagen, wir haben uns auch sehr genau überlegt, wie kommen wir denn da wirklich hin? Also das eine ist ja das zu wollen, das andere ist dann auch das umzusetzen. Und ich glaube, mit dem Buch Neustart haben wir konzeptionell wirklich vorgelegt, dass wir das mal im Detail durchdacht haben, uns alle einzelnen Fragen angeguckt haben. Und Sie haben Gabor Steingart erwähnt, der sagt, es sei das Visionärste, was es zurzeit in der Hauptstadt gibt, aber es gibt gar keine schlechte Buchbesprechung. Also es ist völlig egal, welche Buchbesprechung, ob Sie sich im Handelsblatt oder im Fokus angucken oder im Tagesspiegel. Es ist völlig egal, bis zur Böblinger Tageblatt. Wir haben relativ viel mediales Echo bekommen und durch die Bank positiv. Dieses Buch ist für mich nichts Geringeres als der Masterplan für die Nach-Merkel-Ära. Präzise im Schreibstil, erschütternd in der Analyse und provokant in den Schlussfolgerungen. Was sagt denn die Kanzlerin dazu? Die Kanzlerin hat es mir gegenüber nicht nur gelobt, sondern sie hat sich ausdrücklich erbeten, dass sie ein Exemplar mit Widmung von Nadine Schön und mir haben möchte. Und das hat sie auch bekommen, für das sie sich ausdrücklich bedankt hat. Nun ist das ja ein Jahrhundertprojekt, also ein recht langes Projekt, wo man deshalb vielleicht auch früh starten muss, aber das ist ja wahrscheinlich generationenübergreifend. Und wenn man die nächsten Generationen damit einbinden sollte, geht das natürlich auch in Richtung Schule, in Richtung Kultusministerien, das ist aber Ländersache. Da müsste man ja auch die Reformen einfließen lassen, damit dann die Schüler eben von vornherein auf Effizienz auch in diesen Sachen sozusagen vorbereitet werden und dann das selber weitertragen können. Wir behandeln auch das Thema Bildung. Es ist aber nicht ein Schwerpunkt, weil wir im Schwerpunkt uns konzentrieren, was können wir als Bundestagsabgeordnete im Deutschen Bundestag anders machen. Wir haben ja schon gesagt, Bildung ist eben weitgehend Ländersache. Deswegen können wir da weniger machen, weil wir wollten ein Buch schreiben, das sich an uns selber adressiert und nicht ein Buch schreiben, wir brauchen uns anders werden, aber du musst dich da ändern, sondern wir haben gesagt, wir ändern uns. Und das ist, glaube ich, auch der neue Ansatz in dem Buch, der, glaube ich, sehr gut ankommt. Glauben Sie, dass die Covid-19-Krise jetzt eine Chance ist, dass man an diesem Beispiel auch lernen kann, wie man sich verbessern kann in der Effizienz in sehr kurzer Zeit? Also wir schreiben in dem Buch, Corona verleiht der Digitalisierung Flügel. Also es ist ganz sicher ein Boost. Die Corona wird im Guten wie im Schlechten Veränderungsprozesse beschleunigen. Wir haben das Buch ja vor anderthalb Jahren angefangen, ohne Krise. Und also ich hätte mir gewünscht, wir hätten keine Krise. Das wird so teuer, das wird so viele Menschen so stark belasten. Es gibt ja auch viele Todesfälle. Also insofern, ich hätte es mir ohne Krise gewünscht, aber nun haben wir sie. Nun sollten wir wenigstens das Positive in der Krise sehen und die Energie mitnehmen für die Veränderung. Naja, und wenn wir effizienter sind in der Verwaltung, sparen wir auch Geld, das wir dann brauchen, um die Corona-Schäden zu beseitigen. Ja, aber wir sollten es nicht als Sparprogramm sehen. Ja, am Ende des Tages werden wir effizienter. Das wird aber nicht dadurch sehen, dass wir dann weniger Geld ausgeben, sondern dass der Staat leistungsfähiger wird. Also das, was wir in Schulen dadurch einsparen können, das werden wir nicht durch Lehrereinsparungen haben, sondern durch Qualitätsverbesserungen in der Schule nutzen müssen. Und so sehe ich das auch von den Behörden. Ja, wir werden einiges automatisieren können, aber an sich muss der Staat besser werden. Und ich glaube nicht, dass wir das als Sparprogramm anlegen sollten. Nun ist das natürlich ein Digitalthema und da sind wir eigentlich gerade dabei, den Zug zu verpassen. Wir haben keine wesentlichen, von SAP abgesehen, mehr großen Digitalplayer in Deutschland oder Europa. Schafft das die deutsche IT-Landschaft überhaupt, da entsprechend zu unterstützen oder sind wir da auch wieder auf die großen Anbieter aus den USA angewiesen, was die Effizienzsteigerungen angeht? Also wir positionieren zu der Frage ganz klar, unsere Idee ist jetzt nicht ein europäisches Google zu machen, halte ich sowieso für aussichtslos, sondern wir wollen, dass diese Plattformen, diese Monopolisten aufgebrochen werden und dass man Wettbewerb auf diesen Plattformen machen kann. Also so wie wir auf der Basis der Telekom den anderen Mobilfunkbetreibern Wettbewerb ermöglicht haben, so wollen wir eben Facebook und Google und Microsoft zwingen, den Wettbewerb zu eröffnen. Ich denke, wir sollten das in der Digitalisierung so machen, wie wir das in der Pharmaindustrie machen. Wenn Sie ein neues Produkt entwickeln, dann haben Sie es ein paar Jahre exklusiv, aber jetzt ist Office genug gemolken und jetzt ist der Code einfach per Gesetz offen und jeder kann darauf weiterarbeiten und es wird ein offener Standard. Das machen wir in der Pharmaindustrie ja ganz genauso.
so können, also so ist der, also der europäische Weg ist eigentlich wie bei GSM, wir schaffen Standards, auf denen dann kleine, viele Mittelständler ihre Produkte darstellen können. Und dafür müssen wir die Monopole brechen, die es da gibt, und nicht die Idee haben, wir antworten auf internationale Monopole jetzt mit europäischen Monopolen. Das halte ich für einen Irrweg. Haben wir genug junge Menschen in der IT in Deutschland, die das unterstützen können, oder müssen wir die aus dem Ausland holen? Ich glaube, beides. Also wir brauchen, wir haben IT-Leute, wir sind in der Blockchain und so sind wir ziemlich gut. Wir brauchen noch mehr, wir müssten mehr Ausbildungskapazitäten haben, das beginnt ja auch. Wir haben jetzt ein gutes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ich glaube, die Frage der Programmierung, die ja auch weiter automatisiert wird, die ist überall in der Welt ein Flaschenhals, aber ehrlich gesagt, der Programmierer in Deutschland verdient weniger als der im Silicon Valley, was ein Wettbewerbsvorteil für die heimische Wirtschaft ist. Das Thema Fachkräfte wird an ganz vielen Stellen weltweit ein Thema werden. Damit müssen wir uns auch stellen. Aber wir müssen auch die Wettbewerbsbedingungen schaffen, dass die Unternehmen hier in Europa vorankommen. Und das ist die Idee dieses Buches. Könnte es eine Möglichkeit sein, dass das der neue deutsche Exportschlager wird? Effiziente Verwaltung? Ja, das war es ja schon mal. Also mit Stein und Hardenberg haben wir im 19. Jahrhundert eine wirklich überlegene, den anderen Staaten überlegene Verwaltung gehabt. Und viele der Verwaltungsprinzipien, die die sich ausgedacht haben, gelten heute noch und sind ein weltweiter Schlager geworden. Die Welt hat sich in den letzten 200 Jahren ein bisschen weiterentwickelt und vor allen Dingen die Prozesse. Und da hat man doch sehr viel gelernt. Also bei aller Ehre für die damalige preußische Verwaltung, aber das ist doch als Beispiel ein bisschen hinten an, oder? Na, also man kann daraus schon eine Menge lernen. Also was Stein und Hardenberg gemacht haben, ist die Ordnung, die Klarheit, die Zuverlässigkeit, die Unbestechlichkeit, und das ist alles ja gut. Das, was sie gemacht haben, was damals nicht anders ging, sie haben die führende Akte bestimmt, das ist die Papierakte, die mit verschiedenen Farben beschrieben wird, und da ist immer der Vorgang. Und dabei haben sie ein sequenzielles Arbeiten vorgeschlagen. Und wir müssen jetzt eigentlich, wir können das alles bewahren, wir müssen nur aus dem sequenziellen Arbeiten ein kollaboratives Arbeiten machen. Das heißt, die Behörden arbeiten gleichzeitig an einem Dokument. Das geht in der Digitalisierung, geht übrigens auch erst seitdem. Und damit könnten wir das sehr beschleunigen und trotzdem diese Zuverlässigkeit, diese Rechtmäßigkeit, auch dass man keine Beziehungen braucht, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Das ist schon ein großer Vorteil in Deutschland, und dass das auch kulturell klar ist, dass ich eine Genehmigung kriege, wenn ich einen Rechtsanspruch habe und fertig, und dann kriege ich sie auch. Ich hab mal Rechtsunterricht für Flüchtlinge gegeben, zusammen mit einer Staatsanwältin und einer Richterin. Und dann kam so ein syrischer, sehr netter Flüchtling zu mir mit Dolmetscher und sagte mal, also wenn ich jetzt einen Deutschen verklage vom deutschen Gericht, also da gewinnt doch der Deutsche, das ist doch völlig klar und so. Und dann haben wir ihm gesagt, nee, das ist so nicht, sondern es gewinnt der Recht hat, das ist unser Rechtssystem. Da merkte man so, es arbeitete in ihm, er fand das irgendwie gut, aber irgendwie konnte er gar nicht glauben, dass das so ist. Und das macht schon das deutsche Wesen aus und auch eine enorme Stärke. Haben die deutschen Beamten jetzt Angst um ihren Status oder gibt es auch dort Unterstützer? Also ich habe gerade gestern mit den Spitzen des Beamtenbundes zusammengesessen. Die unterstützen das im Wesentlichen, also mit 3-4% sind sie ein bisschen anderer Meinung im Detail, aber im Kern freuen sie sich und hoffen, dass das wird, weil das Buch richtet sich nicht gegen Beamte, sondern das richtet sich gegen das System, das Beamte behindert, das zu tun, was sie eigentlich tun könnten. Herr Heilmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und der Frau Schön viel Erfolg. Und vielleicht können wir uns dann im Jahr wieder darüber unterhalten, was schon draus geworden ist. Alles Gute und passen Sie auf sich auf. Ich freue mich, wenn viele von Ihren Zuschauern das unterstützen, weil Politik braucht für Reformen auch einen gewissen Druck, eine gewisse Bestätigung von außen. Und deswegen alle, die zuhören und irgendwelche Politiker kennen, sprechen Sie bitte darauf an und sagen, wir wollen das gerne, weil das hat seine Wirkung. Wenn das viele sagen, dann hilft das. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Danke Ihnen. Wenn Sie den DIKT-Experten-Talk regelmäßig hören möchten, abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal.